Hallo Freunde, der Teasy ist zurück und es wird wieder weiter gewimmelt bei Clockwork Tales. Was haben wir gemacht beim letzten Mal? Uppi befreit, 1000 Füßler zusammengesetzt, Speichermedium besorgt, einen Vogel haben wir uns geholt, den setzen wir jetzt nochmal ein, weil jetzt kommt wieder so ein tolles Minispiel. Vertausche die Felder, um die Zahnräder zusammensetzen zu können. Sammle sie dann ein. Auch die Tiere können Zahnräder verstecken. Die bestehen aus Zahnrädern. Alter. Also was soll ich jetzt machen? Achso, dass die Zahnräder zusammenpassen. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir nochmal wieder zurück, weil das passt ja schon so gut. Und dann müssen die da noch rüber, ne? Ach du Kacke. Passt das jetzt? Nee, ne? Das hat einen Knick in der Optik. Das hat auch, aber die Zahnradstruktur ist schon dieselbe, ne? Wieso passen das denn nicht? Nee, da stimmt was nicht. Vertausche die Felder, um die Zahnräder zusammenzusetzen. Aber welche Zahnräder? Also diese hier? Guck mal, weil da ist ja auch nochmal eins. Leute. Ist das Zahnrad da oben? So, jetzt stimmt das Zahnrad. Das stimmt nicht. Oh, wo ist der Rest davon? Hä? Ja, ich komme gleich auf dich zurück. Also ganz verstehe ich das jetzt nicht. Also ich kriege auch immer nur irgendwie eins oder zwei vielleicht zusammengesetzt. Hier, guck mal. Die stimmen nicht so hundertprozentig. Das stimmt. Jetzt stimmt das auch und das. Hat er nicht gesagt, auch die Tiere können Zahnräder enthalten? Was war das denn? Hä? Das verstehe ich überhaupt nicht. Das verstehe ich nicht. Ah, jetzt verstehe ich's. Mann. So, dann. So. So. Zack. Noch zwei. Na Mann. Muss ja noch einer mal sagen. Und zack. Fehlt also noch eins. Den hatte ich schon. So, bei wem können wir noch was bewegen hier? Da. Kopf. Komm, einer von euch kann sich noch bewegen. Du hattest schon... Da ist doch noch was. Aber nee, die hatte ja schon. Und der auch. Also es kann nur noch einer von denen da oben sein, von den Jungs. Ich klicke hier so ein bisschen dran rum. Komm, große Schwanzflosse hier. Bestimmt. Kleine. Oh Leute. Huch, da war was. Was war das? Oder habe ich nur Papier getroffen und deswegen? Muss ich irgendwas mit dem Schwanz machen? Mit der Luke hier oben? Ohren? Oh Mann, das ist jetzt aber ärgerlich hier. Entweder Fisch oder Dingens, aber keiner von beiden bewegt sich hier. Leute! Ach, ist ja wieder ärgerlich hier. Jetzt hier wegen einem so einem Futzelzahnrad wieder einen Tipp bemühen. Das wäre doch jetzt irgendwie doof. Was hat das mit damit zu tun? Komm, hier muss ja irgendwas sein. Was ist das? Das ist ein Schraubenschlüssel, also ein Aufziehschlüssel. Guck mal, das ist doch so abgesetzt. Das ist hier so abgesetzt, also man erkennt das förmlich. Müsste das doch hier unten sein. Sieht doch
auch so abgesetzt aus. Das Beinchen hier. Ach, Leute, komm! So, wer war es jetzt? Mist, haben sie nicht gezeigt. Ach, ich hätte das jetzt trotzdem gern gewusst. So, jetzt habe ich eine Lochkarte. Maschinenkarte. So, Opi, ich gehe jetzt mal unten an die Programming Machine. Setze das Timer hier ein. Das da. Oh Gott, ich hab's geahnt. Fülle die Reihen und Spalten den Zahlen entsprechend, um 1000 Füßler neu zu programmieren. Hä? Ich soll die auffüllen? Was ist denn auffüllen? Ist das irgendwie... Was heißt denn hier? Ist das jetzt 1,1 oder ist das 11? 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Aha. Also so schlecht war die Idee von mir gar nicht. Also hier habe ich die 5 voll. Das heißt hier die 2. Und hier auch die 2. Nee, 2. Wieso hat die 5 hier funktioniert? Also guck mal, jetzt müsste auch die 1 funktionieren. Hier die 2, hier müsste wieder die 5 funktionieren. Ja, warum funktioniert die denn und die 1 nicht? Achso, da soll das braun werden. Achso, jetzt muss ich gucken, ob es vielleicht nicht doch das oder das Feld ist. Okay, 3. 5, 3. Das ist wahrscheinlich auch die 3. Und hier auch. Und dann sind das ja schon 2 hier. Zack. Und hier ist das immer nur einer. Aha. Was? Ach, du Kacke. Das wollte ich gerade so tun, als hätte ich es gewusst. Okay, machen wir nochmal Versuch. Okay, ich könnte also, die 1 ist schon mal richtig, das heißt, die 2 wird das von hier aus, ist das irgendwie dieses Minesweeper-Programm hier, dieses Spiel, könnten auch die 4 sein, oder die, ja, siehst du? Okay, dann, hey, Entschuldigung, wenn die nebeneinander sein müssen, na gut, wir gucken mal weiter, so, hier, 1, 2, 3, 4, 2, 3, nein, das ist verkehrt, dann ist das so. Hier passt nur noch einer daneben. Hier muss der. Der muss... Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber am Ende ist es ja auch nur noch... Hallo? Achso. Hä, wieso muss ich da so komische Zeichen kodieren? Das verstehe ich nicht. 3, 4, 5, 6. Ich wollte gerade sagen, so viel mehr geht das ja nicht. Das muss die ganze Reihe sein hier. So, das muss mindestens angeschlossen sein. Das ist genau so. So, hier sind schon 3. Dann sind das wahrscheinlich die beiden. Hier könnte es jetzt das Feld sein. Hier muss es wieder die ganze Reihe sein. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1 leer. Achso, 5 gefüllt, 1 leer. Ah. Achso, warum sind die nicht zusammen? Na doch, jetzt darüber verbunden. Ja, kann ja nur. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ach so, nee, so rum. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 1. So, dann haben wir hier schon 3, 1, 1. Hier haben wir schon 2, 1. Also langsam krieg ich's ja doch hin. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr wissen. So, mich wundert, dass der Barber hier nicht auftaucht. Ich meine, wir müssen ja gleich zu ihm hin. Plopp. Gespannt. Aha, er lenkt ihn also ab und sagt, Achtung, ein Raumschiff.
Ein Raumschiff. Ein Luftschiff. So, und lass mal schnell ins Büchlein gucken. Obi ist schon wieder weg. So, locke Barber raus. Wir könnten den Tausendfüßler umprogrammieren, um Barber aus seiner Maschine zu locken. Haben wir gemacht. Gelange in die Maschine. Nun können wir in die Maschine eindringen und sie von innen zerstören. Ja. Mutig, mutig. Oder dumm. Eins von beiden. Ja, wahrscheinlich kommen wir da jetzt aber nicht hin. Wir müssen schnell dorthin gelangen. Barber könnte jeden Moment zurückkommen. So, das Ding geht jetzt auch. Noch ein Mini-Rätsel. Mann, so kann man doch nicht sabotieren, wenn man immer Rätsel lösen muss. Freunde. So, da ist ein Druckdingens, da ist ein Knopf, da drücke ich lieber noch nicht drauf. Sterne, Raute, Kreise. Was? Ich dachte hier so, Kreise nach oben. Kommen eigentlich auch die Kreise wieder. Hä? Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Hier? Nein. Stelle in der mittleren Spalte das richtige Symbol ein. Ach so. Nicht das Richtige. Stopp. Das ist das Richtige, das ist das Falsche. Das ist nämlich da. Nee. Mist. Nein. Okay, jetzt ist es aber da. Ja, so ganz habe ich noch nicht verstanden. Aber das wisst ihr ja. Der Tizi ist da nicht so helle. Was ist mit Scheißding? Muss ich den von da oben runterholen? Hä? So, der müsste jetzt da unten wieder kommen. Dann ziehe ich mal rein. Aha. Okay. Das ziehe ich raus und... Ey, wieso fährt denn der jetzt da raus? Mist. Jetzt ist das Richtige wieder oben drin, aber die anderen sind falsch. Hä, wieso fährt denn der mittlere denn? Entschuldigung, gegen das Mikro. Stille, bla bla. Ja, ja, ich weiß schon. Problem ist, ich habe den Sinn noch nicht ganz verstanden. Warum geht das jetzt nach unten? Warum geht das nach unten? Okay, jetzt ist es ja wieder oben und der ist unten. Nein! Mist, da wollte ich doch gar nicht drücken. Schade, das ist kurz vorm Schluss hier noch. So, jetzt haben wir also die Brücke aktiviert. Was war das? Das ist... Dieses Ding ist riesig, kein Wunder. Ja, ja, wissen wir doch. Das hatten wir gerade. Gehen wir mal zur Maschine. Oh, Opi. Oh. Soll ich jetzt zu dir kommen? Nö, jetzt will ich nicht. Ne, mach mal beim nächsten Mal, Freunde. Ich brech mal hier kurz ab an der Stelle. Komm hier, Krabbelkäfer, den nehme ich noch mit. Und dann gehen wir gleich mal 8 von 11, da fehlen also noch welche. Dann gehen wir dann gleich mal beim nächsten Mal ran. Oh, jetzt habe ich schon wieder was eingesammelt, so geht das nicht, die Sie. Liebe Leute, schönen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.